So, hallo, hier heute vom Maibau. Mal wieder auf einem Video. Ich war hier gerade mit meinem Söhnchen und früher hatte ich mal ein bisschen Angst hier oben. Aber man kann auch Höhenangst überwinden. Wenn du genau wissen möchtest, wie das geht, dann bleib dran. Ich erkläre dir in diesem Video ganz genau, wie auch du Höhenangst loswerden kannst. So, wir fahren nach oben. Und noch höher, und noch höher, und noch höher, und noch höher, und noch höher. So, und jetzt gebe ich dir gleich mal den ersten Tipp hier bei Höhenangst. Am besten ist, du schaust erstmal am Anfang noch nicht runter. Und zwar Punkt 1 ist, unser Angstzentrum im Gehirn ist die Amygdala, das ist hier unter unserer Schläfe und die funktioniert über unsere Wahrnehmung. Wenn wir eine Gefahr, etwas für uns wahrnehmen als Gefahr, dann ist das, dass sie direkt aktiviert wird. Aber solange ich jetzt eine Tür quasi keine Angst. Also das war eigentlich der erste Trick, genau. Ich gucke da eigentlich mehr in die Ferne da dabei. Und muss es ja nicht direkt herausfordern, dass ich jetzt hier die ganze Zeit nach unten gucke. Punkt 2. Angst und Entspannung schließen sich gegenseitig aus. Unser Körper, den kann man nutzen. Ich bin eigentlich relativ entspannt. Ich möchte jetzt keine Anspannung, sondern ich nehme ganz bewusst eine relativ relaxte Körpersprache aus. Und ich versuche auch relativ so zu atmen, dass ich gut Luft kriege und nicht hier anspannen, sondern wirklich so atmen, dass man gut Luft kriegt in der Situation. Immer für Entspannung körperlich sorgen. Das sind schon mal die ersten zwei wichtigsten Punkte. Und was dann noch hilft, ist dir in Gedanken Mut machen. Alles halb so wild, kein Thema, da stirbt man nicht, alles gut, das wird alles gut ausgehen. Ja, und jetzt geht's zur dritten Fahrt. Und was ich körperlich gemacht habe, das mache ich auch psychologisch, ich konzentriere mich dabei auf das Gegenteil von Angst. Was ist das Gegenteil von Angst? Vertrauen. Und das mache ich in meinem inneren Selbstdialog, das heißt, ich rede vertrauensvoll mit mir. Statt Panik in die Angst reinsteigern, oh Gott, schlimm, schlimm, ach Gott, ist das hoch, wow, was ist, wenn ich da innerlich runter, wollen wir da runterfliegen? Nein, solche Bilder gar nicht machen. Alles ist gut, alles ist schön, da ist jeder wieder heil unten angekommen, nein, da ist jeder heil durchgekommen, da passiert nichts da dabei, alles ist gut, alles ist super, ich rede vertrauensvoll mit mir innerlich und mach mich da nicht fertig. So, und wichtig ist natürlich auch unser inneres Bild, was wir bei der Geschichte haben. Unser Unbewusstes funktioniert in einer Bildersprache. Und wenn ich jetzt hier ein positives Selbstbild aufbaue, zum Beispiel, dass ich mich als einen vertrauensvollen, sicheren Menschen, selbstsicheren Menschen, dem nichts passieren kann, hier selbst sehe, dann habe ich es eigentlich schon so gut wie geschafft. Natürlich ist das Ganze jetzt ein bisschen leichter, wie gesagt wie getan, weil beim einen oder anderen da echt noch heavy, schlimme Nervenverbindungen sind. Aber die kann man überschreiben. Ich gebe es zu, ich habe mir auch ein paar Mal Hypnose angehört und es hilft einfach. Hypnose ist ein geiles Instrument, um tolle Synapsenverbindungen aufzubauen. Noch toller ist es allerdings, wenn man nicht nur Hypnose dabei macht, sondern auch gleichzeitig das Ganze versteht. Ich habe da so einen Kurs gemacht, wo man alles, was man über Angst wissen muss, dabei erfährt. Und hast ein komplettes Angstprogramm, wo man das dann auch praktisch alles bewältigt dabei. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ausprobieren und betrachte das Ganze auch als einen Prozess, in dem du immer mehr Fortschritte machst. Alles, alles Gute, bis zum nächsten Video. Dein Jochen Kaufmann.